Und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Hier in den dunklen Grotten von Bowsers Festung geht es weiter. Und okay, wir haben hier sogar einen Abschluss des Levels. Und starten in ein neues Level direkt rein. Oder in einen neuen Bildschirm, sage ich mal. Bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Okay, wir haben hier wieder... Ach, Mann. Ich weiß nicht, ist fast besser, wir jumpen irgendwie drauf. Und haben irgendwie diese Stachelschuhe an. Oder wir ignorieren die einfach. Die werden uns auf jeden Fall schön angreifen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay. Ach Mann. Shit. Okay, gegnerischer Erstangriff und wir kriegen voll aufs Maul. Na schön. Dann gleich mal mit dem Superbeben reinhauen. Also Leute, es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Deswegen, ja. So, jetzt ist glaube ich... Deswegen, ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Koopa... Ach ja, ach Mann, ich vergesse es immer wieder. Ist ja dann wieder dunkel. Ah, das ist so nervig, ne? Wie mache ich denn das jetzt? Und tschüss. Fährt sich den weg? Der müsste sich jetzt wieder aufrappeln und dann... Jetzt kriege ich Verteidigung erhöht, ne? Ja, das ist sinnlos für mich. Okay, dann haben wir jetzt hier nochmal mit dem Hammer drauf. Müsste reichen. Jo. Okay, 4 Erfahrungspunkte. Level Up ist gar nicht mehr so weit entfernt. Das gefällt mir gut. So. BP-Punkte kriegen wir auch. Okay, lohnt es sich denn da hochzugehen? Jo, da ist ein Powerblock. Der Gegner ist halt eklig. Okay. Sternenwind. Der Powerblock ist da, glaube ich. Ich glaube, den Powerblock würde ich weglegen, ne? Da ist der Sternenwind, glaube ich, ein bisschen besser. Weg damit. Tschüss. Ah? Wow. Okay. So, dann hier wieder auf Paracarry wechseln. Nee, 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 nee. Es ist ganz merkwürdig, hier im Dunkeln mit Paracarry rumzufliegen. Aber irgendwie funktioniert es ja. So. Und wieder auf Watt wechseln. Okay, dann haben wir das auch schon beendet. Dann kommen hier wieder solche Viecher. Nö, gar kein Bock. Ja, aber geht es jetzt hier weiter oder nicht? Man weiß es nicht, ne? Wunderschön drüber gesprungen. Okay. Wir haben hier wieder... Da geht's runter? Alter, was soll mir das alles hier... Oh Gott, jetzt hat er Stacheln. Was soll mir das alles sagen? Ja, hier ist jetzt gar nichts. Hä, und da geht's runter? Das heißt, ich müsste schon mal theoretisch... Okay, den ist aber leicht auszuweichen irgendwie. Theoretisch müsste ich mich hier schon mal droppen lassen. Damit ich weiterkomme. Aber auch gleichzeitig hier rüber fliegen. Das ist ein ganz merkwürdiges Level hier. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. So, wir machen wieder Licht. Ja, hier sind auf jeden Fall Gegner. Komme ich hier ein Item oder geht's hier weiter? Kann ich mich jetzt auch droppen? Nee. Hier ist jetzt gar nichts. Oh, hä? Hä? Nicht mal ein Bonus? Shit. Düdü. Ich wollte dich doch eigentlich ignorieren. Ja. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, als hier wieder einen schönen Powerhauer hinzulegen. Ich glaube, es ist die beste Variante, die wir haben. Ja, und an sich... Ich mache dann einfach nochmal einen Powerhauer, oder? Ich würde die gerne scannen, aber ich kann halt nicht. Weil halt, ne? Theoretisch, ein Hammer reicht auch aus. So können wir ein bisschen BP sparen.
Zack. Denn er hier brezelt ja sowieso durch die Verteidigung durch. Ja, weil es dunkel ist, wenn es dunkel ist, kann ich ja die anderen Leute nicht benutzen. Das heißt, ich kann nicht scannen. Ist ein bisschen doof. Ich hätte die gerne gescannt. Aber naja, was willst du machen? So, hier gibt's nur Geld. Ja, dann lasse ich mich jetzt hier droppen, ne? Ja. Den greife ich auch gleich mal an. Viele Gegner. Well, let's go, ne? Superbeben. Superbeben ist meine Lieblingsattacke aktuell. Bam. Man könnte es umwandeln in das andere Beben. Aber warum? So, tschüss. Und die anderen zwei haue ich wieder mit dem Hammer weg. Die bringen gute Erfahrungspunkte hier. Die Kamex. Zack. Das sind nochmal zwei und der nochmal zwei. Ne, drei. Hä, warum bringen die jetzt drei? Ich verstehe es manchmal nicht. Manchmal bringen die mehr. So, tschüss. Der auch nochmal drei. 12 Stück, da sind wir bei 80. Wahnsinn. Sind wir bald wieder Level up. Schön. Freut mich. Und hier ein Haufen Kohle. Was ich aber auch nicht mehr so richtig brauche, ne? Jetzt geht's hier. Ja, wir sind wieder in Bowsers Festung, Leute. Schön. Ist jetzt hier noch dunkel? Nö. Den kann ich schieben, aber... Okay. Ich bin wieder hier. Du bist zurückgekommen. Du bist aus dem unterirdischen Verlies entkommen. Aber das ist doch absolut unmöglich. Das muss ein Trick sein. Aber ich fürchte, mein Wort muss ich wohl halten. Du darfst passieren. Aber glaub ja nicht, dass ich das vergessen werde. Na dann, mach auf. Ach, ist eine Tür. Ist einfach eine Tür. Okay, wir haben einen Speicherblock. Ist das ein gutes Zeichen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier noch geht. Und ob ich nochmal rausgehe. I don't know. Okay, wir gehen erstmal nach rechts. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Frage ist, kriege ich... Na toll. Okay, geblockt. Hä, ist nur einer? Warum ist das nur einer? Und hat der wirklich einen Schlüssel? Gute Frage, ne? Zack. Hat du Schlüssel? Der bringt wieder nur zwei Erfahrungspunkte. Ich verstehe das manchmal nicht. Warum bringen die manchmal zwei und manchmal drei? Sind nur die gleichen Gegner. Der hat einen Schlüssel. Geilo. So. Das waren die... Ja, in dessen Kerker ich vorhin gefallen bin. Raus da, Leute! Kommt! Nicht? Psst, psst! Unser Slogan lautet erfrische Körper und Geist. Das ist zwar kein Totthaus, aber du kannst dich hier ausruhen, wenn du willst. Willst du ein Nickerchen machen? Schön auf der Pritsche. Oh Gott. Darauf ein Schluck Kaffee. Hast du gut geschlafen? Dann pass gut auf und geh. Ups, pst. Ich sollte nicht so laut sein, sonst findet uns doch jemand. Aber wollt ihr nicht abhauen? Mario, dein Hauptziel ist es doch, die Prinzessin zu retten. Der Glaube daran, dass du kommen würdest, hat sie sicherlich stark gemacht. Wir hätten mittlerweile schon ausbrechen können, um sie zu retten. Aber wir hatten alle Hände voll damit zu tun, die Gefangenen zu beschützen. Was für eine Schande. Ja, genau. Nee, wir waren hier noch nicht, ne? Mario, du bist in Sicherheit. Oh, ich bin so froh. Bevor wir wussten, was hier eigentlich los ist, wurden wir alle gefangen genommen. Einige der Gäste konnten zwar entkommen, aber die meisten wurden gefangen. Ich frage mich, wo Prinzessin Peach, der Minister und all die anderen Gäste sein mögen. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Ich kam den weiten Weg von der staubtrockenen Wüste, um beim Empfangen der Prinzessin dabei zu sein. Und dann passierte das. Ich war schon auf so mancher lahmen Party, aber das hier ist wirklich lächerlich.
Ich will so schnell wie möglich wieder zurück in die Wüste. Na dann, hier ist deine Chance. Frage ist, will ich denn jetzt hier noch weitergehen? Soll ich erst nochmal zurückgehen? Ihr habt gesagt, es gibt nochmal ein bisschen was zu tun. Ich sollte nochmal mit dem Opa, glaube ich, reden. Meintet ihr? Und es sieht mir hier irgendwie ziemlich nach Finale aus. Könnte sein, müsste nicht. Ich save nochmal und wir gehen nochmal kurz in die andere Richtung. Ich will jetzt mal gucken, ob wir überhaupt nochmal zurückkommen. Das ist jetzt halt die Frage. Kommen wir nochmal zurück? Geht es? Geht es nicht? Aber es war auch ein relativ kurzes Schloss, muss ich sagen. Würde mich schon wundern, wenn jetzt direkt alles endet hier. Ich meine, wir haben ja auch noch Kami Cooper, ne? Die müssen wir ja auch noch besiegen. Dementsprechend glaube ich noch nicht ganz so wirklich dran, dass es hier zu Ende ist. So, aber Frage, kommen wir nochmal zurück? Warte mal, hier war der Schleichweg. Du. In Bowsers Koppes. Ich meine, wäre schon doof, wenn wir nicht zurückkommen, oder? Let's go. Wir hauen das nochmal ab, Leute. Ich will nochmal zurück. Wir haben schon gut was gerissen. Haben schon ein paar Leute befreit. Aber wir kehren nochmal zurück. Und machen nochmal ein bisschen Nebenstory. Na, ich habe euch ja gefragt. Und ihr meintet, ich soll auf jeden Fall nochmal mit dem Opa in Cooperheim reden. Dann kann ich wohl in Bipa City irgendwie noch im Todhaus schlafen. Dann bekommt man von einem Schneemann was. Meintet ihr? All solche Sachen. Ja, und ich habe auf jeden Fall einiges verpasst. Das ist mir bewusst. Ich hoffe, es sei mir verziehen. Aber das 100% LP, das dauert dann doch schon ziemlich lange. Da bin ich aktuell leider voll in dem falschen Rhythmus drin. Auch gerade, weil ich jetzt halt bald in den Urlaub fahre, kann ich mir das jetzt leider aktuell nicht so richtig leisten. Weil ich ja doch schon versuche, immer bei euch aktuell zu bleiben. Habe ich noch den Orden an? Ich weiß es gerade gar nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Shit. Sushi! Wir brauchen einen Tsunami! Das war jetzt nicht so gut. Acht Schaden. Ah ja. Außer Gefecht gesetzt, ne? Und geblockt. Okay, wie gehe ich jetzt gegen die vor? Mit dem Hammer könnte ich draufhauen, aber dann werden die ja geteilt. Ach komm, ist ja egal. Sternsturm, let's go. Und Frame-Einbrüche. Ich will ja nur ein Stück Kaffee trinken. Und tschüss. Ja, also solche Gegner gab's halt dann auch nicht einmal unterwegs. Das ist aber auch ein weiter Weg, ne? Wow. Der lässt dir echt nicht nach hier. So, okay, wir haben es zurückgeschafft. Das ist schon mal eine feine Sache. Genau. Ich gehe jetzt einmal nochmal euren Tipps nach. Und versuche nochmal ein bisschen was mitzunehmen. So, komme ich hier... Ne, ich komme hier nicht schnell runter. Miau. Und dann werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen wieder zurückkehren. Und da das Finale einläuten. Ich weiß nicht, wie viel es noch ist in Bowsers Festung. Ob wir da wirklich nochmal ...
so richtig Dungeon-Feeling bekommen oder ob wir Kami Koopa besiegen und danach ist nochmal Dungeon oder ob wir jetzt wirklich zwei Bosse hintereinander legen müssen. Alles solche Dinge, die ich nicht genau weiß. Genau. Dementsprechend, wir machen jetzt einfach nochmal ein bisschen Nebenstory kurz angebunden. Weiß nicht, wie lange das dauert. Aber die zwei Punkte würde ich auf jeden Fall gerne noch abhaken. Dass wir da zumindest auch fertig sind. So, aber es scheint auf jeden Fall noch mehr zu geben, weil es fehlen uns ja noch einige mehr Splitter als nur die paar. So, dementsprechend hier wird es nichts mehr geben. Ne? Hier haben wir alles gekauft. Ja, leider. Gut. Dann gehe ich jetzt hier nochmal in den Underground. Ba. Und direkt nach Cooperheim. Meine Lieblingsmusik. Ich glaube, die Mitte war es, oder? Ganz sicher bin ich mir nicht, aber jo. Schuba-Buba-Heim. Ist er das hier nicht direkt? Was für Glück, du kommst genau richtig, junger Mann. Wärst du wohl bereit, mir einen Gefallen zu tun, jo. Oh, wie überaus freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch nicht so übel, wie man sagt. Nun denn, junger Freund, normalerweise bitte ich ja niemanden um einen Gefallen. Aber würdest du für mich nach Gumbafort gehen und nach Gumba, dem Großvater, suchen? Er hat noch eine Bande, noch ein Band, das ich ihm mal geliehen habe. Würdest du es für mich holen? Es ist sehr wichtig. Du musst nur sagen, das Band, das weiß er schon, was gemeint ist. Mach aber nicht zu viel Aufsehen darum, ja? Versprochen, junger Freund. Okay, Gumbafort. Wir machen jetzt einfach nochmal so ein bisschen... Quizzo. Hallo. Den nehmen wir halt mal kurz mit, ne? Wie viele Gebäude stehen in... Alter, willst du dich verarschen? 6? Sind ja schon einige. So, 12 Fragen richtig. So, haben wir den auch nochmal durch Zufall getroffen. Bis jetzt immer Glück gehabt mit den Fragen, ne? Auch die Fragen, wo ich jetzt nicht die Antwort weiß, gut geraten, sag ich mal. Also Gumbafort ist jetzt hier, glaube ich, oder? Ja. So, zum Opa. Hallo. Sogar in unserem abgelegenen Zuhause hören wir die Geschichten über deine bemerkenswerten Taten. Mach weiter so. Mario, liegt dir noch etwas am Herzen? Was? Mekko Palem sagt, er will das Band zurückhaben? Dieser alte Koopa, wie kann er sich nur Dinge merken, die schon so lange zurückliegen? Okay, eine Sekunde, ich gehe und hole es für dich. Wir holen ein schönes Band hinter dem Stuhl. Er hat es hinter dem Stuhl versteckt. Schön draufgeknattert. Ja, das ist es. Wenn du diesen alten Koopa wieder siehst, bestell ihm doch schöne Grüße von mir. Ah, okay, das war eine Kassette. Wie bitte, du möchtest wissen, was auf dem Band drauf ist? Oh nein, 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 tut mir leid. Ich befürchte, das kann ich dir nicht verraten. Aber es war auf jeden Fall großartig. Oh Gott. Oh Gott. Was gucken die sich da an? Bin ich hier in einen perversen... Oh, da ist er ja schon wieder. Jetzt wird hier wieder rumgequist. Naja, warum nicht, ne? Aber wir haben immer so ein bisschen Frame-Einbrüche aktuell. Was ist denn da los? Frage, wer gehört nicht zu den Koopa-Brüdern? Azuro, oder? Ha! Korrekt. Gratulation! Hier ist dein Sternsplitter. Bam, ba, bam, bam, bam. 13 Fragen richtig. Ihr habt ja auch erklärt, ich habe ja das letzte schon gefragt, warum der 11 von 11 steht, als wir in die Statistik geguckt haben. Und ja, die Antwort war natürlich, wir hatten 11 Fragen bisher und wir hatten von den 11 Fragen 11 richtig. Und ich dachte so, ja, 11 von 11, hä? Da haben wir ja alle Fragen. Warum steht da 11 von 11? Bisschen doof. So, aber Leute, ich würde sagen, das Band geben wir im nächsten Part ab. Nein.
Geh weg. Okay. Ja, gehen wir im nächsten Part ab. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.